Okay, prima. Ich würde sagen, die Aufzeichnung läuft ja schon, der Livestream auch. Von daher fangen wir einfach mal an. Ich begrüße euch alle recht herzlich hier in Zoom auf Facebook und auch in unserem Blog im Livestream zum Thema YouTube als Bildungsmedium. Und hier direkt neben mir ist Mr. Wissen to go. Mirko Drotschmann, ich glaube schon der bekannteste deutschsprachige Wissens-YouTuber. Mit dem wollen wir heute einfach mal in das Gespräch mit reingehen. Einmal, ich sag mal, wie findet sich Wissen, Bildung auf YouTube überhaupt wieder? Wie kann man das nutzen? Und ich glaube, interessanter Schwenk heute wird auch sein, wie können wir in der Zeit von Corona einfach auch vielleicht YouTube nutzen als Konsument, als Creator, um eben auch nicht allein in der Isolation zu sein für unsere Bildungsarbeit. Mirko, erstmal herzlichen Dank, dass du heute da bist und ich würde dir vielleicht gerade erstmal so ein bisschen Gelegenheit geben, dich vorzustellen für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, auch mal deinen Kanal, Mr. Wissen to go und dann natürlich auch die zentrale Frage. Wie bist du zu YouTube gekommen und wieso gerade mit Bildungsthema? Ja, hi, danke für die Einladung. Genau, du hast schon einiges gesagt. Ob ich der größte Wissens-YouTuber in Deutschland bin, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Da gibt es schon auch noch einige andere Kanäle mit einer großen Reichweite. Aber ich mache das jetzt seit ein paar Jahren, seit 8 Jahren. 2012 im Mai habe ich angefangen mit Geschichtsnachhilfe-Videos damals bei YouTube. Ich habe YouTube über meine Frau kennengelernt, die einen YouTube-Kanal hatte. Klar kannte ich die Plattform schon vorher, aber ich wusste nicht, was man mit der Plattform alles anstellen kann. Und das habe ich dann über ihren Kanal gesehen und wollte auch unbedingt was machen. Habe lange überlegt, was könnte ich machen, habe was gesucht, was zu mir passt. Und da ich Geschichte studiert habe und großer Fan von Geschichte bin, dachte ich, naja, man könnte ja mal so ein paar Nachhilfevideos in Geschichte machen. Sowas gab es damals nicht. Und der Bedarf war aber sicherlich da. Das habe ich zumindest daran gesehen, dass Nachhilfeseiten für Geschichte im Netz sich große Beliebtheit erfreut haben. Und habe ich es einfach mal versucht und habe da ein paar Videos gemacht. Dann kamen schnell Wünsche zu aktuellen Themen. Und inzwischen gibt es zwei Kanäle. Einmal Mr. Wissen to go Geschichte für Geschichtsnachhilfe oder generell für geschichtliche Themen. Und Mr. Wissen to go ist eher für aktuelle Themen, für hintergründige Berichte über Dinge, die in der Politik passieren, in der Gesellschaft, manchmal auch Wirtschaft oder Kultur. Und das ist das, was ich bei YouTube mache. Ich bin aber jetzt nicht beruflich Influencer, wie man dann ja auch gerne genannt wird, auch wenn ich den Begriff nicht so mag, sondern ich bin eigentlich Journalist, habe 2005 beim SWR angefangen, habe lange auch für die Kindernachrichten-Logo gearbeitet, moderiere jetzt im ZDF die Sendung Terra X hin und wieder. Habe ein Volontariat gemacht beim SWR. Also eigentlich bin ich beruflich Journalist, habe auch eine kleine Produktionsfirma und mein YouTube-Kanal war immer ein Hobby und ist es heute noch ein zeitaufwendiges Hobby, aber auch eins, das sehr viel Spaß macht. Ja, okay. Das heißt, du sagst, du denkst nicht, dass du der Größte bist von deiner Reichweite her. Ich sag mal, wovon reden wir, wenn du von Reichweite sprichst? Also ich sag mal, kannst du mal gerade so ein paar Sätzen, ich sag mal so Abonnentenzahl, Abrufzahl oder sowas, dass wir mal einen Eindruck haben, was in deinem Sinne eigentlich Reichweite ist? Also körperlich bin ich mit meinen 1,71 sicherlich nicht der Größte. Aber ja, Reichweite, da geht es einmal um Abonnenten. Ja, da habe ich bei meinem YouTube-Kanal Mr. Wissen to go rund 1,2 Millionen Abonnenten. Die Videos werden momentan ist die Nachfrage auch relativ groß, ich glaube 4,3 Millionen Mal im Monat abgerufen insgesamt. Und auf dem Kanal Bistogo Geschichte haben wir knapp 400.000 Abonnenten. Ich glaube momentan 2 oder 2,5 Millionen Aufrufe im Monat. Aber das variiert immer mal wieder so von Monat zu Monat. Und das ist auch nicht alles. Ja. Es gibt viele Leute, die haben viele Klicks, aber es kommt wenig Gehaltvolles rüber. Und mir sind eher die Kommentare sehr wichtig. Wenn die Leute sachlich diskutieren unter den Videos und man merkt, da findet eine Meinungsbildung statt, dann finde ich das oft viel wichtiger, als dass so ein Video besonders viele Klicks hat. Aber klar, je mehr Klicks man hat, je größer die Reichweite ist, desto eher kommst du zum Beispiel an Interviews oder bekommst Türen geöffnet, die vielleicht sonst verschlossen bleiben, wenn man recherchiert. Und das hilft dann schon auch dabei. Ja. Also ich sag mal so, was so Reichweite angeht, wir haben ja mit unserem YouTube-Kanal auch schon fast 60 Abonnenten, da sind wir fast in der gleichen Liga.
Also das heißt, bei dir ist es dann halt wirklich so, es geht gar nicht, ich sag mal, wie bei vielen Influencern um Klicks generieren, Reichweite generieren, sondern du hast für dich den Luxus, du lebst nicht davon, du kannst auch wirklich deine Schwerpunkte auch auf Inhalte legen. Genau, ich habe vor allem den Luxus, dass mein Kanal oder beide Kanäle öffentlich-rechtlich finanziert sind, das Teil von Funk, dem Online-Angebot von ARD und ZDF für eine junge Zielgruppe, für die 14- bis 29-Jährigen. Und das heißt, ich muss keine Werbung schalten, ich muss keine Product Placements machen, sondern ich kann einfach das machen, was ich als wichtig oder für wichtig erachte und muss auch nicht so sehr auf die Reichweite schauen. Wobei das natürlich auch eine Rolle spielt, wie im Fernsehen. Quote ist wichtig, aber das ist gerade im Informationsbereich nicht primär entscheidend für die Kollegen von Funk, sondern da geht es darum, hat man gut recherchiert, bringt man die Dinge richtig rüber. Und das ist wirklich gut. Ich möchte auch gar nicht die Leute verurteilen, die wirklich beruflich als Influencer unterwegs sind, sondern die müssen ja auch von was leben. Und wenn sie alles transparent kennzeichnen, wenn sie Werbung machen und wenn sie das sauber über die Bühne bringen, dann ist das für mich auch vollkommen okay. Ja, also wenn man Reichweite zu Geld macht, finde ich das jetzt nicht zwangsläufig verwerflich. Nein, verwerflich nicht. Also die evangelische Kirche hat jetzt ja auch ein neues Content-Netzwerk mit Jeep auf den Markt gebracht, wo eben, ich sag mal, theologisch Mitarbeitende im Social-Media-Bereich sich in einem Content-Netzwerk eben auch ich sag mal, verbinden. Von daher ist es einfach eine Lebenswelt, in der wir eben auch versuchen zu kommunizieren. Du hast ja jetzt den Überblick über unterschiedliche Themenfelder bei YouTube. Wie ist so deine Einschätzung, was so das Themenfeld Bildung auf YouTube angeht? Ist das mehr so ein Nischenthema oder sagst du Bildung bekommt so durch Bewegtbild einfach nochmal eine ganz neue Bedeutung? Es gab im vergangenen Jahr eine ganz interessante Studie des Kulturellen Rats der Bundesregierung, kennst du vielleicht auch, die haben unter anderem, nicht nur, aber auch untersucht, welche Rolle spielt denn YouTube inzwischen für den Unterricht und für die Bildung generell in Deutschland. Und das Ergebnis war eindeutig, also rund 2/3 aller Schülerinnen und Schüler in Deutschland haben zumindest ab und zu mal mit YouTube-Videos zu tun, wenn es um den Unterricht geht. Das ist inzwischen ein zentrales Instrument. Die Leute geben ganze Sätze in den Suchschlitz bei YouTube ein und wollen dann entsprechende Videos haben. Wie geht der Dreisatz? Warum brach der Erste Weltkrieg aus und solche Dinge? Viele nutzen inzwischen auch YouTube mehr als Suchmaschine als Google. Und dementsprechend groß ist natürlich dann auch die Nachfrage. Das Angebot wächst auch immer weiter. Das Schwierige finde ich nur gerade speziell bei YouTube, dass man dort natürlich alle Inhalte findet, die es so gibt. Also die Demokratisierung der Medien, jeder kann etwas veröffentlichen ist gut, aber ist gleichzeitig auch schlecht, denn so geraten Schülerinnen und Schüler unter Umständen in die Falle, die ihnen Populisten stellen oder Leute, die krude Theorien verbreiten. Und ich finde, das sollte ein zentrales Instrument im Unterricht sein, den Leuten an die Hand zu geben, wie kann man denn feststellen, ob die Information richtig ist oder falsch. Und das ist bei YouTube wirklich eine große Schwierigkeit. Es gibt jede Menge seriöse Kanäle, denen man vertrauen kann, aber auch sehr, sehr viele unseriöse Kanäle. Ja, du sagtest ja schon, okay, die Beurteilung der Videos, das ist ein ganz wichtiges Thema. Zu unserer Schulzeit oder zu meiner Schulzeit hieß es ja, ich muss nicht alles wissen, ich muss nur wissen, wo es steht. Heute weiß ich ja, wo es steht. Ich gebe es bei Google oder bei YouTube ein, zur Not vielleicht die Älteren noch Wikipedia. Und die Anforderung ist ja eher zu wissen, wie man mit den gefundenen Informationen umgeht. Du sagtest ja schon, da siehst du auch einen Bildungsauftrag zu qualifizieren, zu bilden in dem Bereich Medienkritik. Kannst du da irgendwie hilfreiche Tipps an die Hand geben, wenn ich ein Video habe, wie ich denn vorgehen kann? Wie analysiere ich das oder wie erkenne ich denn, ob das jetzt irgendwie eine Meinungsmanipulation ist oder ein populistisches Video oder ein seriöser Beitrag? Gibt es da irgendwie so 0815-Tricks? Naja, es gibt natürlich immer die Möglichkeit zu gucken, von wem kommt diese Information gerade. Wenn es jetzt um ein YouTube-Video geht, was steht in der Kanalbeschreibung? Was finde ich über diese Person raus? Und wenn man gar nichts rausfindet, dann ist es vielleicht schon mal ein bisschen schwierig. Dann sollte man weiter recherchieren. Weiß man überhaupt den Namen dieser Person? Wer steckt dahinter? Oft kommt man dann auch schon auf
auf entsprechend einschlägige Ergebnisse. Außerdem ist es immer ganz wichtig, eine zweite Quelle zu finden für das, was man da gerade gehört oder gelesen hat, gesehen hat. Das ist die eiserne Journalistenregel, eine zweite Quelle, die von der ersten Quelle unabhängig ist, am besten noch eine dritte Quelle, die davon unabhängig ist. Und wenn man das nicht findet, sondern nur Quellen, die sich immer auf die gleiche Ursprungsquelle beziehen, könnte das auch schon ein Indiz sein, dass da was nicht stimmt. Und gerade im Videobereich oder im Fotobereich ist es auch hilfreich, die Google-Bilder-Rückwärtssuche zu verwenden. Das heißt also, einen Screenshot zu machen von einem Video oder das entsprechende Foto, bei dem man sich nicht sicher ist, ob die entsprechende Beschreibung stimmt, zu nehmen und bei Google hochzuladen. Man kann also bei Google nicht nur Dinge finden, sondern man kann auch nach Dingen suchen, indem man ein Foto nimmt und guckt, auf welchen Seiten wurde das denn schon veröffentlicht. Und wenn man das mit einem Screenshot eines Videos macht, dann findet man auch Seiten, auf denen das Video schon veröffentlicht wurde. Und das ist oft dann auch sehr aufklärend und erhellend, weil man dann sieht, das erschien aber in komischen Kontexten oder es gibt dann Seiten, die schon Fact-Checking gemacht haben und auch da kommt man dann ganz gut weit. Und am sinnvollsten ist auch immer den gesunden Menschenverstand einzuschalten. Ja. Kann das denn überhaupt stimmen, was ich da jetzt gerade lese? Und oft beantwortet man sich die Frage schon selbst mit Nein und dann hat sich meistens auch erledigt. Genau, also wir hatten ja letztes Jahr auch schon ein Edu-Talk mit dem André Wolf von Mimikama genau zu dem Thema. Das heißt, wen das Thema wirklich Faktencheck weiter interessiert, der schaut hier einfach mal in unserem Blog in die Mediathek und kann sich da vielleicht die Aufzeichnung dann auch nochmal anschauen. Ganz hilfreiche Tipps. Ja, zum Talk heute. Es soll ja nicht nur ein Gespräch zwischen uns beiden werden, Mirko, obwohl das natürlich auch sehr, sehr sympathisch immer ist, sich mit dir zu unterhalten. Ich möchte das Gespräch aber auch gerne öffnen. Das heißt, wir haben jetzt einen Chat hier bei Zoom, wir haben eine Chatfunktion bei Facebook. Schreibt einfach eure Fragen rein oder ja, schaltet die Webcams mit rein und dann fragt einfach, dass wir hier einen Dialog auch zustande kriegen. Und Carsten Fink, der schreibt auch schon mal in den Gruppenchat, das ist auch eine Weisheit, die habe ich in meiner Schulzeit auch sehr oft gehört. Später habt ihr auch nicht immer einen Taschenrechner dabei. Das, richtig, das hat mein Mathelehrer auch immer gesagt. Mirko, wenn du jetzt, ich sag mal, vor einem neuen Video stehst oder eine Idee für ein neues Video hast, wie gehst du denn davor? Setzt du dich vor die Kamera und erzählst einfach oder hast du davor irgendwie nochmal ein Prozedere, um ja deine Recherche und das Video zu strukturieren? Also das Wichtigste ist für mich die Recherche ganz klar und ein Skript, auf das man sich dann verlassen kann. Jedes Video oder fast jedes Video, das ich mache, hat ein Skript, an dem ich eine ganze Weile gesessen bin. Meistens dauert das 1, 2, manchmal sogar 3 Tage, bis so ein Skript letztendlich fertig ist. Und das lerne ich dann Stück für Stück auswendig und spreche das dann in die Kamera. Ganz selten lese ich auch mal von einem Prompter ab bei Themen, bei denen man sich wirklich kein falsches Wort erlauben darf, wo ich mich dann exakt an mein Skript halten will. Aber ansonsten mache ich das frei und das finde ich auch wichtig, dass man vorher sauber recherchiert hat und nicht einfach irgendwas in die Kamera erzählt, zumindest jetzt in meinem Bereich. Es gibt aber auch Fälle, wenn aktuell was passiert, man hat gar keine Zeit, sich ein Skript zu schreiben, mache ich mir ein paar Notizen mit dem Handy oder kurz auf ein Blatt Papier und schaue dann da nochmal drauf. Das sind dann halt die Breaking News Fälle. Da ist es dann wichtig, dass man einen schnellen Video hat, das aber natürlich trotzdem profund inhaltlich aufgebaut ist und das keine Fehler enthält. Und da lese ich mir einfach nur viele Dinge durch, aber lass das Aufschreiben weg, sondern versuch es im Kopf zu behalten. Das ist auch eine ganz gute Gedächtnisübung. Ja. Gerade in der aktuellen Situation sind jetzt ja auch viele bemüht, so das Thema Livestream, Webvideo, jetzt auch anzuwenden. Bei Livestream jetzt eher nicht das Thema, weil ich meine, das ist halt live, wenn man sich verspricht, ist es dann eben gesagt. Bei einem Video, was man aufnimmt, hat man doch so ein bisschen Handlungsspielraum. Viele sind dann ja auch gefrustet, wenn man sich verspricht und irgendwie staut sich dann ja auch auf. Wie ist das denn bei einem Profi wie bei dir? Klappt da auch alles beim ersten Mal? Überhaupt nicht und ich bin froh, dass beim Dreh niemand dabei ist. Zumindest in der Regel, weil beim Videos für meinen Kanal bin ich allein.
Und das ist auch gut so. Es gibt wirklich so Fälle, da setze ich 100-mal neu an und das klappt einfach nicht. Aber das Problem ist, die Leute, die das Video später sehen, wissen das ja nicht. Und wenn du dann beim 4., 5., 10. Mal total frustriert bist, weil es einfach nicht klappt, dann wundern sich die Leute, hey, warum guckt der jetzt auf einmal so mies gelaunt? Ja. Einfach immer wieder das Lächeln aufsetzen und dann nochmal von vorne ansetzen und irgendwann klappt es dann auch. Das geht, ja, das ist, man fühlt sich da manchmal ein bisschen seltsam, vor allem wenn man sich das dann später anschaut. Also es ist dann oft so, dass ich kann es ja mal vormachen, also wenn ich zum Beispiel sage, Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute, fange halt so oft neu an, bis es passt. Und das ist halt dann irgendwie die Arbeit, die man da halt dann macht. Und das ist, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sich vor die Kamera stellt und dann alles sauber vom ersten bis zum letzten Wort so hinbekommt, dass man nichts nochmal neu machen muss. Aber ich finde, ehrlich gesagt, es ist auch gar nicht schlimm, wenn mal ein Moment des Überlegens drin ist oder ein kleiner Versprecher oder ein oder so. Wir sind ja alle nur Menschen und keine Maschinen. Und Das wäre jetzt nämlich so die nächste Frage gewesen. Also wie stehst du dann eben, ich sag mal, zu Stotterern, zu Nachdenken, zu Wortunterbrechung? Also ich persönlich finde, gut, es gehört ja auch mit zu Menschen dazu. Wir sind jetzt alle keine Tagesschau-Moderatoren. Andere sagen, ja, es ist einfach zur Professionalität gehört es mit dazu. Wie ist das generell bei YouTube? Hast du da irgendwie eine Einschätzung? Also YouTube ist ja groß geworden mit dem Motto Broadcast Yourself und die Authentizität, die YouTube groß und bekannt gemacht hat, spielt immer noch eine ganz, ganz wichtige Rolle und deshalb ist es auch oft gar nicht so wichtig, dass die Leute komplett sauber und glatt sprechen, selbst wenn die meisten Videos jetzt schon sehr professionell gestaltet sind, wenn die Menschen authentisch daherkommen, dann passt das schon, dann ist es schon okay. Insofern erwarten die Zuschauer das auch gar nicht unbedingt und ich merke das auch immer, wenn ich aus aktuellem Anlass ganz schnell ein Video zusammenschustern muss, bei dem eben keine Grafiker oder Leute dann noch Animationen gemacht haben oder super schick, stylisch alles geschnitten haben, sondern es eher rough gemacht wurde, dann beschwert sich kein Mensch darüber, dass es jetzt nicht so aussieht wie sonst die Videos, sondern wenn der Inhalt passt, dann ist es für die auch okay. Und wenn ich mich da dreimal versprochen habe, beschwert sich eigentlich auch niemand in der Regel. Das ist dann schon nochmal ein Unterschied zum Fernsehen. Diese Authentizität ist extrem wichtig. Genau, also authentisch. Wir haben jetzt hier eine Frage im Chat vom Carsten, genau. Und zwar, ich erlebe gerade auf YouTube, dass immer mehr Content-Creator mit kruden Thesen, Verschwörungstheorien oder Ähnlichem in die Timelines drängen. Müssen die Vernünftigen da dagegen absenden? Immer wieder jede noch so krude Aussage zu widersprechen? Da macht man ja nichts anderes mehr. Wie kann man dem als Institution wie Kirche oder als Privatperson entgegenwirken? Ja, also das ist natürlich ein ganz schwieriger und wichtiger Punkt. Erst halte ich von dem Begriff Verschwörungstheorie nicht so viel. Das ist ja ein Begriff, der ursprünglich mal erfunden wurde, um vielleicht auch Enthüllungen, die einem nicht passen, abzuurteilen. Ich bin da immer vorsichtig, aber es stimmt natürlich schon, es gibt jede Menge krude Theorien bei YouTube, die Leute nur verbreiten, um Hass zu sehen, um gesellschaftlich zu spalten oder um bestimmte Interessen zu bedienen. Und ich finde, da sind wir gefragt, damit meine ich jetzt uns, die wir uns mit Business-Themen beschäftigen oder mit aktuellen Themen, dagegen zu gehen. Nicht unbedingt, indem wir diese Theorien ständig thematisieren, denn damit tragen wir dazu bei, dass sie verbreitet werden, sondern indem wir die Grundthesen der Theorie aufgreifen und sie entkräften. Und das ist immer ganz wichtig, ist aber oft nicht einfach. Es gibt bei manchen Themen kein wahr oder falsch oder kein schwarz oder weiß, sondern die Wahrheit liegt manchmal auch irgendwo dazwischen. Und auch da finde ich es wichtig, diese Schattierung mit reinzunehmen und den Leuten zu sagen, die Welt ist nicht so einfach. Ja klar, an der Theorie ist dieses und jenes richtig, aber das und das ist entscheidend falsch. Mhm. Und wenn man den Leuten das mitgibt und ihnen auch das Handwerkzeug mit auf den Weg gibt, dass sie das selber beim nächsten Mal rausfinden können, ich glaube, dann hilft das schon. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir viel zu lange einfach nur zugeguckt haben und wenig Gegenrede gestartet haben gegen das, was da im Netz passiert. Und so konnten sich verschiedene Dinge verbreiten, die jetzt in der Welt sind und schwer wieder rauszubekommen sind. Eine gut gemachte, wilde Theorie, die geht um die Welt und hält sich. Also bestes Beispiel ist das
quasi die Mutter aller Verschwörungstheorien, weil es wirklich eine Verschwörungstheorie war, nämlich dass die Amerikaner das HI-Virus in einem Labor gezüchtet haben, um die Welt in die Knie zu zwingen. Das haben die Russen ganz geschickt lanciert, damals im Kalten Krieg über hybride Kriegsführung, haben das über eine südamerikanische Zeitung zum ersten Mal veröffentlicht, auf die sie sich dann später bezogen haben als Quelle. Also wirklich eine ganz geschickte Vorgehensweise. Gab es auch neulich eine spannende Doku der New York Times dazu, die das nochmal aufdröselt. Und diese Theorie hält sich bis heute, und bis heute glauben Leute, dass es so ist. Also da merkt man schon, eine gut gemachte Theorie ist ja schwierig zu entkräften. Und man sagt ja auch, eine Lüge in die Welt zu bringen ist nicht schwer. Es ist schwierig, sie dann mit der Wahrheit zu überdecken. Denn die Lüge kriegen alle mit, die Wahrheit nicht. Das stimmt. Du sprichst jetzt ja von den Creatern, ich sag mal von den YouTubern. Jetzt ist es ja auch so, im kirchlichen Bereich vor allem, immer mehr benutzen Social Media, was ja erstmal sehr, sehr gut ist. Ich sehe das jetzt auch bei uns. Es kommen halt erhäuft gerade bei, ich sag mal, politischen Themen sehr viele oder immer mehr populistische Kommentare, Antworten. Ich glaube, das geht genau auch in die ähnliche Richtung. Wie ist da so deine Erfahrung? Muss man da immer dagegenhalten, argumentieren, was natürlich auf Dauer unheimlich mühsam ist, oder ab wann darf man einfach auch mal was stehen lassen? Ja, Gegenrede ist schon immer gut. Und es ist auch so, dass man mit Antworten auf Kommentaren vermutlich denjenigen, der diesen Kommentar geschrieben hat, nicht überzeugen kann. Aber den Kommentar lesen ja auch andere. Und wenn die nur diesen Kommentar lesen und dann denken sie sich vielleicht, oh ja gut, stimmt, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Wenn sie aber direkt darunter die Entkräftung des Kommentars sehen, dann überzeugt ihr das dann vielleicht eher vom Gegenteil. Das finde ich schon wichtig. Ja, es ist natürlich schwierig, bei allem dagegen zu gehen. Manche Dinge, da kann man nichts machen. Und was ich auch ganz wichtig finde, wir leben hier in einer Demokratie. Meinungsfreiheit ist eins der höchsten Güter, das wir haben. Und zur Meinungsfreiheit gehört halt auch, dass man Meinungen akzeptieren muss, die einem selber überhaupt nicht passen. Also bevor man da zensiert, sollte man dann halt drüber hinweggehen. Wobei im Grundgesetz auch steht, wenn jemand die Meinungsfreiheit ausnutzt, um gezielt, also ich, nur so sinngemäß, ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren, um gezielt Unfrieden zu stiften, dann hat er sein Recht auf Meinungsfreiheit verwirkt. Finde ich auch ganz interessant, diesen Punkt. Also den sollte man da auch mal im Hinterkopf behalten. Ja. Und auch da nochmal so der Hinweis, wir hatten auch bereits schon Gespräche, auch mit dem Netzteufel in Berlin, auch zum Thema Hass im Netz. Es wird jetzt auch noch im Mai, Juni eine Veranstaltung stattfinden mit dem Matthias Blöser vom Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung, auch über Populismus im Netz. Und die Termine sind bei uns auch alle im Blog, beziehungsweise auch die Aufzeichnung. Das heißt, wer da vielleicht auch nochmal Strategien sucht, sich mit dem Thema Hate Speech oder Hasskommentare zu beschäftigen, der wird dort in den Talks garantiert auch fündig. Ja, Mirko, wir wollen dann nochmal auf YouTube an und für sich zurückkommen, Videoproduktion und ja. Wir haben jetzt ja die Situation, viele wollen jetzt anfangen. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, schau dir doch jetzt mal im Technikmarkt oder im Internet an, was die Geräte im Moment kosten. Also Zubehör, Kameras, Mikrofone, die sind gerade zu astronomischen Preisen, werden die jetzt angeboten. Ich habe so den Eindruck, dass die Webcam ist gerade das neue Desinfektionsmittel. Was sind denn so deine Tipps? Wie können wir denn, ich sag mal, mit vielleicht auch Alltagsmitteln, ich sag mal, kreativ starten? Tut es da schon irgendwie ein Smartphone? Braucht man da eher eine Spiegelreflexkamera oder braucht man da wirklich eine Profi-Ausstattung, wie man sich das so aus dem Fernseher eben vorstellt? Es kommt immer darauf an, was man machen will, aber letztendlich ist das Smartphone, je nachdem wie neu es ist, aber wenn es jetzt in den letzten 2-3 Jahren gekauft wurde, sicherlich schon ein ganz gutes Tool, um in die Videoproduktion einzusteigen. Man kann damit sehr gut drehen, zumindest bei Tageslicht, und der Ton ist auch akzeptabel, wenn man jetzt nicht gerade in einem Raum sitzt mit viel Hall, und der Schnitt wird einem inzwischen auch sehr einfach gemacht. Also man muss jetzt nicht unglaublich viel Geld investieren. Man kann sozusagen mit Bordmitteln auch schon arbeiten, indem man sein Smartphone nutzt und sich dann ein kostenloses Schnittprogramm auf den Rechner lädt. Also das geht schon, je nachdem. Klar, wenn du jetzt halt irgendwie Kurzfilme drehen willst oder Sketchvideos, dann brauchst du schon ein bisschen besseres Equipment. Da brauchst du auch Leute, die Ahnung vom Beleuchten haben und vieles mehr. Aber bei dem, was ich zum Beispiel mache, ich stehe ja meistens einfach vor einer grünen Wand,
Da kommt man auch mit einfachster Technik zurecht. Wobei inzwischen habe ich schon auch ein paar gute Lichter da stehen und eine gute Kamera und so, damit man im Schnitt mehr Möglichkeiten hat. Aber für den Einstieg tut das ganz einfaches Equipment. Für mich ganz wichtig ist immer der Ton. Denn viele Leute hören sich die Videos nur an und schauen sie nicht an. Und wenn man dann in einem verhalten Raum sitzt oder lauter Nebengeräusche oder großes Rauschen hat, dann mögen die Zuschauer bzw. in dem Fall dann Zuhörer nicht so gerne. Und da sollte man sich dann schon im besten Fall ein Ansteckmikro vielleicht zulegen. Das gibt es auch für günstiges Geld, zum Beispiel von Rode. Also man muss nicht mehr so viel investieren wie vielleicht noch vor 10 Jahren. Da kommt auch gerade ein Kommentar vom Carsten wieder. Die Tonqualität ist nicht zu unterschätzen. Es gibt auch für das Smartphone günstige, gute Ansteckmikros, also sogenannte Lavaliermikrofone, das ist richtig. Carsten, wenn du, ich sag mal, konkrete Empfehlungen hast, schreib einfach mal Links in die Kommentare. Ich glaube, wir sind ja auch hier, um uns auch auszutauschen, ja, was man auch überhaupt machen kann. Ansonsten, wie du ja schon sagtest, gibt es ja auch sogenannte Mikrofone, ja, die man eben auch auf eine Kamera mit drauf machen kann von Rode. Die sind auch relativ bezahlbar. Aber wie hast du denn angefangen, weil ein erstes Video? Ja, also man sollte sich die ersten Videos nicht unbedingt anschauen. Also wie gesagt, meine Frau hatte ja schon einen YouTube-Kanal, dementsprechend hatte sie auch eine Kamera von Canon, eine relativ günstige Spiegelreflex. Und ich hatte zwar Grundkenntnisse aus meiner Arbeit, wie man solche Sachen bedient, aber wirklich nur Grundkenntnisse. Und ein Mikro hatte ich damals auch nicht. Man hat also dann das Mikro in der Kamera benutzt und da war der schlechte Ton schon vorprogrammiert sozusagen. Ich habe gegen das Licht gefilmt, hatte überhaupt kein Licht. Ich musste immer tagsüber drehen. Es war auch gut, dass ich im Mai angefangen habe, denn da war der Tag noch sehr lang, beziehungsweise es war sehr lang hell und es ging in den Sommer rein. Aber als dann der Herbst kam, habe ich gemerkt, oh, mit Kunstlicht sieht es ja irgendwie nicht mehr so toll aus und ich habe auch nicht hinbekommen, einen Weißabgleich zu machen. Inzwischen weiß ich, wie das geht und so, aber damals halt nicht. Wenn man sich die Videos anschaut, dann sieht man schon, das ist zum Teil ziemlich haarsträubend. Aber ja, mit der Zeit lernt man dazu, kriegt Feedback von Zuschauern und kann sich dann daran orientieren. Und ja, inzwischen habe ich auch das Glück, durch die Produktionsfirma, die ich habe, Leute beschäftigen zu können, die sich mit sowas auskennen und einem dann auch mal ein paar Tipps geben können und dann genau, also vor allen Dingen, jeder hat mal irgendwie klein angefangen und mit dem Smartphone, wie gesagt, lassen sich auch schon ganz passable Videos drehen. Carsten schreibt nochmal, wie du sagtest, Rode ist sehr brauchbar. Eventuell braucht man, wenn man keine Klinkenbuchse mehr am Gerät hat, noch einen Adapter für den USB auf Klinke oder für den Apple-Anschluss. Und ein paar Links dazu. Ich werde die Links dann einfach auch mit in die Aufzeichnung mit reinnehmen in den Blogartikel für diejenigen, die sich da noch näher informieren wollen. Gut, ja. Gibt es denn sonst noch mal irgendwelche Rückfragen die aus den Zuschauerrängen oder von Facebook, die wir jetzt noch mal an den Mirko stellen? Ich muss noch mal warten, weil Facebook ist noch mal so knapp 10 Sekunden Zeit verzögert. Deswegen machen wir nicht direkt dann weiter. Vielleicht nutzen wir die Übergangszeit für die Fragen dann noch mal zum ersten Setting. Du sagtest, du stellst dich dann auch einfach vor die Wand. Ich sag mal, was für hilfreiche Tipps gibt es dann, um, ich sag mal, ein ansprechendes Setting sich irgendwie zu gestalten? Wie sah denn dein Prozess da aus? Man muss sich immer überlegen, was will ich? Will ich ein Greenscreen oder Bluescreen oder was auch immer man verwendet, um dann das als Projektionsfläche zu verwenden? Man kann dann ja alles Mögliche in den Hintergrund legen und damit kann man natürlich auch arbeiten, indem man Grafiken, Animationen oder anderes da reinlegt. So ist es bei mir oder bei dir jetzt auch gerade. Hinter dir läuft ja auch der ganze Projektor. Genau. Oder will man ein reales Setting haben und muss jetzt nicht ständig irgendwas eingeblendet haben. Reale Settings bieten sich zum Beispiel an, wenn man aktiv was macht, wenn man zum Beispiel Kochvideos macht oder Werkstattvideos, also Dinge, für die man auch wirklich Gegenstände braucht, die man dann auch in die Kamera hält. Das Problem ist nämlich, wenn du, sagen wir mal, einen Tisch nimmst und den vor den Greenscreen stellst und drapierst da verschiedene Sachen drauf und zeigst dann, wie man irgendwas zusammenlötet, dann musst du immer darauf achten, dass keins dieser Teile, das du da benutzt, grün ist, denn sonst verschwindet es später, wenn du hinten dran noch einen Greenscreen hast. Also im besten Fall hast du da einfach
dann einen realen Hintergrund, vor dem da nichts verschwinden kann. Aber jetzt bin ich gerade verschwunden. So, das Räuspern, war das gerade eine versuchte Zwischenfrage? Ansonsten schalte ich dann auch immer wieder die Mikrofone stumm, damit eben unbeabsichtigte Störgeräusche nicht übertragen werden. Wie gesagt, ihr könnt die Mikrofone auch selber aktivieren, auch die Webcams für die Fragen oder für das Gespräch. Okay. Ja, wir haben jetzt erstmal so deine ersten Schritte auf YouTube, ich sag mal beachtet oder mal angeschaut, so die Grundausstattung, wie man selber auch mal anfangen kann, wie man sich ein Setting erbaut. Thema ist, glaube ich, noch ein ganz großes Thema. Wie komme ich an ein Thema, über das ich berichten will? Also bin ich nur berichtungsfähig, wenn ich irgendwie einen konkreten Anlass habe? Lohnt es sich nur dann irgendwie ein Video zu machen? Oder kann ich auch andersrum vorgehen und sagen, ich habe jetzt Lust, ein Video zu machen? Über was mache ich dann? Vielleicht auch unter dem Hintergrund, dass das vielleicht nicht untergeht, weil gerade 5000 andere auch zu dem Video zu dem Thema gerade ein Video machen. Gibt es da vielleicht irgendwelche Hilfestellung oder wie gehst du da vor? Auch da hängt es wieder davon ab, was man inhaltlich macht auf dem Kanal. Bei mir bestehen 70-80% der Themen aus Zuschauervorschlägen und das deckt sich in aller Regel auch mit dem, was aktuell passiert. Ich meine, momentan Corona ist natürlich das alles überlagernde Thema. Dazu habe ich jetzt schon 3 Videos gemacht, es kommt bald noch ein 4. Das hatte ich so auch noch nie, dass zu einem Thema so viele Videos hintereinander kommen. Aber ansonsten schaue ich, was sonst gewünscht ist und was aktuell ist und wie man das zusammenbringen kann. Sorry, hier wird gerade nebendran gehämmert. Das ist ein bisschen Klopfen hier noch. Dann schaue ich auch öfter mal, welche Themen laufen mir denn so über den Weg? Was finde ich noch interessant? Was könnte man denn mal machen? Und daraus ergibt sich dann ein Gesamtbild. Aber in aller Regel sind es Zuschauervorschläge und Aktuelles und im besten Fall geht es Hand in Hand. Und es gab schon öfter Fälle, in denen ich ganz viele Nachrichten bekommen habe, auch auf anderen Plattformen, Instagram oder per Mail, zu einem Thema, von dem ich bis dahin noch gar nichts mitbekommen hatte. Und da habe ich ein bisschen umgeschaut und gesehen, oh, das ist im Netz ja ein Riesenthema. Also Artikel 13 war so ein Fall, das war in den klassischen Medien ja ganz lange überhaupt kein Thema, im Netz ein riesiges Thema. Und deshalb habe ich das auch aufgegriffen. Und da muss man immer ein Ohr und ein Auge sozusagen nicht auf die Straße, sondern aufs Netz haben. Ja, so noch eine Frage. Würdest du sagen, dass ein klares thematisches Profil für einen eigenen Kanal hilfreich ist, also eher monothematisch oder über alles Mögliche zu sprechen? Ja, unbedingt. Ich finde immer gut, wenn man das, was auf einem Kanal passiert, in einem Satz zusammenfassen kann. Also wenn dich jemand fragt, was machst du eigentlich auf deinem YouTube-Kanal und du sagst, naja, ich mache ein paar Kochvideos, ich rede über das Backen und dann zwischendurch erkläre ich noch was zu Politik, ist es ein bisschen schwierig. Also es sollte schon sehr stringent sein. Monothematisch ist natürlich auch so eine Frage. Also muss man gucken, wie kleinteilig kann es werden. Wenn man jetzt sagt, ich mache einen Kanal, in dem es nur um Kochen mit Nudeln geht, da ist man, glaube ich, ziemlich schnell am Ende. Da hat man alle Nudelgerichte mal durch. Das sollte man dann schon ein bisschen ausweiten. Aber ansonsten schauen, was passt. Vor allem, wozu gibt es auch noch nicht so viel? Bei YouTube jetzt speziell, welche Nischen gibt es, was bietet sich an und was liegt einem auch selbst? Und sich dann zu diesem Thema oder rund um dieses Thema Formate überlegen, die man auf dem Kanal machen kann. Das heißt ja nicht, dass man immer das Gleiche macht, aber man sollte trotzdem bei seinen Leisten bleiben. Also zum Beispiel auf dem Kanal Mr. Wiss2Go, da spreche ich über politische Themen, wie gesagt, über kulturelle und wirtschaftliche, aber was ich eher nicht mache, sind naturwissenschaftliche Themen. Mhm. Wenn ich dann Fragen bekomme, so nach dem Motto, ja, kannst du mal irgendwie erklären, wie der Dreisatz entstanden ist oder keine Ahnung, dann ist es ein bisschen schwierig. Auch medizinische Themen sind so ein Grenzfall. Ich habe eine Weile was gemacht zu psychischen Erkrankungen, Depression zum Beispiel. Ich finde, das sind wichtige Themen, aber ich versuche dann immer den gesellschaftlichen Aspekt eher rauszuarbeiten und nicht den medizinischen. Sonst passt es eben nicht zu meinem Kanal. Also ich finde, man schadet sich, wenn man dann zu beliebig wird oder in zu viele verschiedene Richtungen geht. Okay.
Eine Frage von der Gela. Wo und wie kann man sich die Grundlagen erarbeiten? Also auch über YouTube. Ich hänge schon am Greenscreen, also was es ist, weiß ich, aber wie setzt man es technisch um? Ja, tatsächlich, YouTube ist ein ganz gutes Mittel. Da gibt es so viele Tutorial-Videos. Ich habe mir da auch schon etliche angeguckt, gerade als ich den Greenscreen eingerichtet habe, wo stelle ich welches Licht hin, wie weit muss die Kamera weg sein und wie mache ich den Key später am besten. Also Key ist dann, wenn man einen Hintergrund reinsetzt, so wie bei dir jetzt dieser Filmprojektor. Da gibt es so viele Videos zu allen möglichen Programmen. Da wird man auf jeden Fall fündig. Und wenn man nichts findet, dann kann man immer noch einen klugen Kopf fragen, den man kennt, der sich mit sowas auskennt. Das hat mir auch schon oft weitergeholfen. Aber tatsächlich ist YouTube die erste Wahl, wenn es um sowas geht. Ja. Weil das Gute ist natürlich auch bei so einem Tutorial-Video, du kannst parallel dazu das mitmachen und probieren. Und im besten Fall gelingt es dir dann auch gleich. Vielleicht können wir ja sogar auch einen konkreten Hinweis dir auch schon mal geben. Und ich glaube, wichtig wäre jetzt noch zu wissen, Gela, möchtest du das lieber, ich sag mal, für Live-Produktion oder für aufgenommene Videos nehmen? Weil da gibt es noch mal unterschiedliche Techniken. Aber ansonsten, Mirko, hast du vielleicht auch schon mal einen konkreten Tipp, wo man gut fündig wird und auch, ich sag mal, einsteigergerecht was findet? Naja, ehrlich gesagt gebe ich einfach immer das ein, was ich wissen will, okay. Beleuchtung, Greenscreen und guck, was da kommt. Und da findet man meistens auch gute Sachen. Mein Tipp, der eigentlich jetzt aber auch nicht wirklich insidermäßig ist, ist, gebt es auf Englisch ein. Die Auswahl ist viel größer auf Englisch. Wenn man des Englischen mächtig ist, dann hilft einem das sehr. Sonst ist man da vielleicht ein bisschen eingeschränkt und gerade zu spezielleren Themen gibt es auf Deutsch vielleicht keine Videos, aber seid euch sicher, egal welches Problem ihr habt, welche Frage ihr euch stellt, irgendjemand hat dieses Problem auch schon gehabt und hat ein Video dazu gemacht. Das hatte ich bisher eigentlich immer so. Okay. Also das heißt, man muss keine konkreten Quellen kennen, sondern einfach nur den Mut haben, die richtige Frage zu stellen. Ja, genau. Genau, richtig. Ansonsten, Gela, von mir einfach nochmal ein Tipp. Ich schreibe jetzt gerade auch mal was in den Chat rein, wenn du dich dort einarbeiten möchtest, auch für Live-Produktionen. Such mal nach OBS, das ist ein Open Broadcast Studio, das ist kostenlos, Open Source, da gibt es zahlreiche fantastische Tutorials dazu, wie man auch ja, in so einem Live-Setting ein Greenscreen reinkriegt, einen bewegten oder auch mal Bauchbinden einbindet oder die Szenen einfach auch wechseln kann. So, ansonsten schreibt Gela, ich würde das gerne für die Elternbildung benutzen, dass sich Eltern zuschalten können. Und Carsten sagt, du kannst auch einfach Zoom nehmen, darüber läuft diese Konferenz. Das ist natürlich auch richtig. Zoom hat auch eine Funktion des virtuellen Hintergrundes, wo man eben auch direkt ein Greenscreen mit einbinden kann. Also du merkst, es ist ein vielseitiges Thema. Mache ich das live in einer Videokonferenz, live in einem Stream auf YouTube, auf Facebook? Oder nehme ich das Video auf, dann kann ich mich einfach vor eine grüne Wand stellen und im Videoschnittprogramm einen Hintergrund ersetzen. Gut, gibt es sonst noch irgendwie Fragen an den Praktiker und Profi, der jetzt hier gerade sitzt? Weil gerade wollen, glaube ich, sehr viele anfangen. Aber vielleicht nehmen wir einfach auch mal das Setting, was Gela jetzt schreibt, Elternbildung. Was denkst du? Wie könnte man rangehen, wenn man, ich sag mal, zu einem Bildungsthema jetzt einen Kanal starten möchte? Also jetzt keine Livestreamings, sondern wirklich mit Videos, also normale Videos einen Kanal starten. Gibt es da irgendwie Tipps und Tricks, wie ich einen Kanal erstelle, worauf ich zu achten habe? Also man sollte sich vorher schon genau überlegen, was will ich auf diesem Kanal inhaltlich machen und man sollte sich ein einheitliches Design überlegen. Das klingt jetzt total banal, aber ich sehe es immer wieder, dass Leute an verschiedenen Baustellen herumwerkeln und am Schluss sieht es sehr bunt aus, aber es ist eben nicht einheitlich und das sollte es schon sein. Das Gleiche gilt aber auch für den Inhalt. Es muss ein stringenter Inhalt sein, durchdacht und dann lieber mal 2 Wochen noch länger warten, bis man dann was ausgereiftet hat, als zu früh an den Start zu gehen. Es ist auch sicherlich sinnvoll, erstmal ein bisschen rumzuprobieren, ein paar Testvideos zu machen und sie dann erst zu veröffentlichen, wenn man zufrieden ist, als im
Prozess sozusagen Dinge reinzustellen, mit denen man dann später total unglücklich ist. Also das wäre, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache. Ja, und das Allerwichtigste, finde ich, ist, sich vorher klar zu machen, wer ist denn meine Zielgruppe? Für wen sind die Videos gedacht? Ich denke, wenn man sich das mal klar gemacht hat, wenn man das definiert hat, manche arbeiten ja auch mit Personas, mit Beispielpersonen, mit fiktiven Beispielpersonen, dann kommt man da sehr gut zurecht, denn dann kann man jedes Mal, wenn man ein Skript geschrieben hat, ein Video geschnitten hat, das gestaltet hat, das darauf abklopfen, würde die Zielgruppe, die ich mir jetzt hier überlegt habe, würde die sich für das Video interessieren, würde die sich das angucken. Und auch wenn man das Skript schreibt, das Drehbuch schreibt, kann man sich immer wieder überlegen, passt es denn zu meiner Zielgruppe? Bei Elternbildung, da gibt es sicherlich auch gewisse Dinge, die man ansprechen kann, die alle Eltern gemeinsam haben, die alle Eltern kennen. Und wenn man darauf sich mal wieder beruft und sagt, naja, wir kennen das ja alle, dieses und jenes, und die Leute damit abholt, ist es, glaube ich, eine ganz gute Sache. Also das Kennen und das Ausrichten nach der Zielgruppe ist das Zentrale. Und dazu gehört es dann auch, aktiv im Community-Management zu sein, die Leute dazu auffordern, Kommentare zu schreiben, auf die Kommentare zu antworten und vieles mehr. Denn dadurch erfährt man dann sehr gut und sehr genau, wer die Zielgruppe ist, aus welchen Hintergründen die kommen und kann sich dann danach wieder ausrichten. Ja. Ist denn YouTube irgendwie noch, ich sag mal, relevant für erwachsene Leute oder ist YouTube eher so das Medium für die Jugend, während Facebook mittlerweile das so Medium für die Älteren wird? Kann man das so unterscheiden oder denkst du, man kriegt irgendwie alle Altersgruppen mit YouTube irgendwie angesprochen? Und vor allen Dingen, wo liegt so der Altersdurchschnitt von deiner Zielgruppe und von deinen Zuschauern? Da hast du ja bestimmt auch irgendwie eine Statistik, oder? Ja, genau. Also das hängt auch immer von der Plattform ab. Wenn man Erwachsenenbildung machen will, Elternbildung, dann ist Facebook vielleicht eine Plattform, die man mal im Auge haben sollte. YouTube, klar, ist die Zielgruppe tendenziell jünger, aber wird auch immer älter. Also ich habe jetzt ungefähr ein Drittel Zuschauer, die älter als, ich glaube, 40 sind, was vor 3-4 Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Die meisten Zuschauer meines Kanals sind zwischen 18 und 34, wobei sich die unter 18-Jährigen meistens älter machen, sodass man mit diesen Altersangaben nur bedingt was anfangen kann. Aber meine Zielgruppe ist auf jeden Fall jünger, ist eher tendenziell unter 30. Aber das ändert sich langsam und man merkt, dass auch immer mehr Ältere, was es despektierlich klingt, Ältere sind in dem Fall wirklich alle über 40-Jährigen, immer mehr Ältere diese Plattform auch für sich entdecken, Kanäle abonnieren und auch aktiv sind in der Kommentierung. Und das merkt man schon. Ich mache das immer ganz gerne an meiner Mutter fest, die ist Mitte 50. Und wenn sie eine Plattform für sich neu entdeckt und da aktiv ist, dann ist sie für mich immer stellvertretend für ihre Generation. Denn sie ist es nicht besonders, also sie ist kein Early Adopter, also jemand, der sofort irgendwie was Neues aufnimmt, sondern sie macht es erst, wenn alle es irgendwie machen. Und das finde ich ganz spannend, dass sie jetzt auch inzwischen YouTube-Kanäle abonniert und auch manchmal Videos kommentiert. Und ich denke mal, das machen viele jetzt auch in ihrer Altersgruppe. Gibt es, ich sag mal, was so die Interaktion angeht, also mit liken, kommentieren, schreiben, mitmachen, gibt es da irgendwie altersspezifische Gruppierungen, sodass man sagen kann, okay, kommentieren, liken, das machen, ich sag mal, unter 20-Jährigen und die Älteren, die gucken sich erst so an. Hat man da oder hast du da irgendwie eine Statistik drüber? Nee, leider gar nicht. Also ich kann es jetzt nur vermuten, jetzt aufgrund der Kommentare, die man so bekommt und das, wie der Wortlaut der Kommentare ist. Ich glaube, dass jüngere Leute eher kommentieren als ältere. Und grundsätzlich schreiben Leute eher mal, wenn ihnen was nicht gefällt oder wenn sie sich negativ äußern, als wenn sie sich positiv äußern. Das kennt jeder von sich selbst. Wenn man in einem Restaurant war und es hat einem geschmeckt, naja, dann denkt man sich, ja, gutes Restaurant, empfiehlt es vielleicht weiter bei Freunden abends mal, wenn man sich trifft. Aber das war schon. Wenn es einem nicht geschmeckt hat, der Service schlecht war, uns auch noch zu teuer war, dann schreibt man vielleicht einen Kommentar im Netz. Und ähnlich ist es auch in der Kommentarkultur bei YouTube oder anderen Plattformen. Aber ich glaube einfach, dass jüngere Leute auch deshalb mehr kommentieren, weil sie, und das ist jetzt was völlig Banales, mehr Zeit dafür haben und sowieso mehr Dinge gleichzeitig im Netz machen. Ich glaube, je älter man ist, desto mehr beschränkt man sich auf eine Sache, entweder zuschauen oder kommentieren. Viele, viele Leute kommentieren meine Videos, während sie anschauen. Das merke ich an den Kommentaren, wenn jemand schreibt, ja, sag doch mal noch was zu diesem und jenen Aspekt. Und dann weiß ich genau, er ist gerade bei Minute 3, weil bei Minute 6 sage ich was zu diesem Aspekt und er hat es einfach noch nicht gesehen. Das finde ich auch ganz interessant, das so mitzubekommen. Hm.
Okay, wir haben noch zwei Fragen von der Orgela auch. Erste Frage: Wie kommuniziert man dann seinen Kanal? Also, das heißt, ich habe jetzt einen Kanal erstellt, ich habe ein Thema. Wie bekomme ich 1,2 Millionen Abonnenten, ohne Geld dafür ausgeben zu müssen, was ja auch irgendwie möglich sein kann? Also, da steckt ja viel Arbeit da drin. Wie mache ich meinen Kanal publik? Es ist wirklich die Gretchenfrage und eine Frage, die immer wichtiger wird. Es ist auch immer schwieriger, das zu schaffen. Als ich angefangen habe vor 8 Jahren, da gab es einfach noch nicht so viele Kanäle. Klar, es gab schon eine ganze Menge Kanäle, aber es gab trotzdem nicht so viele wie heute. Und vor allen Dingen in den Bereichen, in denen ich unterwegs war, gab es fast gar nichts. Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, meine Reichweite, die ich heute habe, hängt auch damit zusammen, dass es bis heute wenige Kanäle gibt, die das machen, was ich mache. Also würde es da 100, 200, 300 Kanäle auf Deutsch geben, dann wird es auch ganz anders aussehen, da bin ich mir sicher. Also ich mache das jetzt nicht so herausragend gut, dass ich deshalb die hohe Reichweite habe, sondern die Nachfrage ist groß, das Angebot aber nicht so sehr. Ja, was das Kommunizieren angeht, da ist es tatsächlich wichtig, dass man sehr präsent ist in den Kommentaren. Also wenn jemand schon einen Kommentar schreibt, dass man auch darauf antwortet, denn so schafft man sich treue Zuschauer, die dann weiter kommunizieren, dass es da diesen Kanal gibt und die unter Umständen dann für einen auch in die Presse springen, Werbung machen und vieles mehr. Wichtig ist es auch, mit anderen Kanälen zusammenzuarbeiten, Cross-Promotion zu machen, sich ein Thema zum Beispiel zu suchen, das man dann auf zwei Kanälen behandelt, sodass dann die Abonnenten des anderen Kanals im besten Fall zu einem rüberkommen. Es ist natürlich auch wichtig, sich an interessanten Themen zu orientieren, das, was stark nachgefragt wird, suchmaschinenoptimierte Inhalte anzubieten und ja, generell gerade am Anfang viel Seeding zu betreiben, so nennt man das ja, also generell den Link zum Kanal in Foren posten, in Facebook-Gruppen und anderen Orten, dass die Leute da einfach rüberkommen. Das ist sehr mühselig, es ist sehr schwierig, aber das Effektivste ist tatsächlich diese Kooperation mit anderen Kanälen. Das bringt in der Regel am meisten. Die zweite Frage: Wie ist das rechtlich, wenn man es im beruflichen Kontext plant? Muss man die Videos dann abnicken lassen? Ich komme natürlich darauf an. Also, wenn man jetzt im Auftrag seines Arbeitgebers Videos erstellt, dann sollte vermutlich der Vorgesetzte da auch mal drauf gucken. Bei mir ist es jetzt so, meine Kanäle sind, wie gesagt, öffentlich-rechtlich Teil von Funk. Seitdem das der Fall ist, gibt es eine Redakteurin, manchmal auch einen Redakteur, je nachdem, wer gerade Zeit hat, die sich das Video nochmal anschauen, bevor es online geht, einfach um zu prüfen, sind da Fehler drin. Das finde ich auch sehr gut und richtig so, also das Vier-Augen-Prinzip sozusagen. Ansonsten hängt vermutlich davon ab, wie der Vorgesetzte drauf ist und welche Funktion man selbst hat. Ja, ich glaube, das ist auch schwierig, pauschal zu beantworten. Also da empfehle ich einfach eine klare Rücksprache mit dem Vorgesetzten oder mit der Leitung, wie da das Vorgehen ist. Weil pauschal gibt es da, glaube ich, keine Vorgaben. Ja, gut. Im Moment befinden wir uns ja alle zu Hause, Mirko. Du ja auch. Viele Eltern wissen gerade nicht, was sie gerade auch mit ihren Kindern machen sollen. Die Schulen fallen auch sind ja auch alle ausgefallen, sind alle geschlossen. Da ist ja YouTube vielleicht ja auch ein Thema. Nutzt du als Vater mit den Kindern auch YouTube jetzt aus Konsumersicht, oder sagst du einfach klare Trennung Beruf und Familie? Naja, man kommt ja gar nicht drum herum. Gut, unsere Tochter ist 3,5. Das heißt, sie schaut sich jetzt noch nicht nur unbedingt Wissensvideos bei YouTube an, was sie schaut, ist Mascha und der Bär oder alte Pumuckl-Folgen. Das findet sie ganz, ganz lustig. Ich finde es aber auch wichtig, sie da direkt mitzunehmen. Sie sieht ja auch, dass wir mit dem Handy unterwegs sind, uns da Dinge drauf anschauen, und dementsprechend sollte man sie da auch mit Augenmaß heranführen und sie von Anfang an mit begleiten, auch dass es für sie selbstverständlich ist, dass wir als Eltern mitbekommen, was sie sich da anguckt. Denn wenn man den Kindern das verbietet oder sagt, naja, das geht nicht, irgendwann haben sie ein Smartphone und irgendwann gucken sie sich halt irgendwelche Sachen an und man hat dann überhaupt keinen Blick mehr drauf. Wenn aber ein Vertrauensverhältnis entstanden ist, was die Nutzung angeht, dann, oh, jetzt wird hier gebohrt, dann glaube ich, ist es unproblematischer. Oh, warte mal. Okay. Ich gehe mal hier kurz in den Nebenraum. Ein Ferienprojekt mit den Kindern, Hausrenovierung.
Genau. Ja, genau. Also Ja, sicher. Wie denkst du denn, ich sag mal, hast du irgendwelche Hinweise, wie Eltern für ihre Kinder dann, ich sag mal, altersgerechte Inhalte finden? Würdest du sagen, YouTube, das ist für Kinder geeignet, setz die mal davor und lass sie mal machen? Oder wie ist da deine Einschätzung als YouTuber und als Vater? Ich finde, es kommt natürlich immer aufs Alter an. Aber wie gerade schon gesagt, sollte man als Eltern da immer einen Blick drauf haben, was machen die Kinder im Netz, welche Seiten schauen sie sich an. Das hat da nichts mit Kontrolle zu tun, sondern eher mit gegenseitigem Vertrauen. Ich bringe immer ganz gerne das Beispiel meiner Mutter, die sich früher immer interessiert hat für die Musik, die ich gehört habe. Dann hat sie sich immer die CDs von mir ausgeliehen und hat sie sich angehört. Das war für mich aber in dem Moment nicht so, dass ich mich kontrolliert gefühlt habe, sondern ich fand es eigentlich einfach schön, dass meine Mutter sich für das interessiert hat, für das ich mich auch interessiere. Und im besten Fall schaut man sich auch gemeinsam YouTube-Videos an oder gibt sich gegenseitig Tipps, welche Kanäle man da sich angucken kann. Ich kriege auch relativ häufig tatsächlich Mails von Eltern, die mir schreiben, oh, meine Kinder haben mich auf deinen Kanal hingewiesen oder sogar andersrum. Ganz schön war neulich eine 80-jährige Großmutter, die mir geschrieben hat, dass sie ihren Enkeln meinen Kanal gezeigt hat. Also so rum geht es auch manchmal. Okay. Das hat mich sehr gefreut. Und wenn es in so einem gesunden Verhältnis steht, dann ist es okay. Also YouTube gehört halt einfach zur Lebenswelt der jüngeren Generation dazu. Und das jetzt auszublenden und zu tun, als gäbe es es nicht, oder womöglich das sogar zu verbieten, finde ich schwierig. Man kann natürlich entsprechende Filter aktivieren, sodass nicht alles geguckt werden kann. Aber ich glaube, wenn es ein Vertrauensverhältnis gibt und wenn die Leute wissen, was sie sich angucken können und was nicht, dann ist es auch okay. Okay, also sagst du dann auch, also im Prinzip, ich sag mal so in der Altersgruppe, deine Tochter sagt gerade, ist 3,5, dann machen wir es auf jeden Fall mal so auf, vielleicht auch auf Grundschulalter auch mal fest, sagst du dann schon begleiten und auch mitgucken und auch gemeinsam gucken. Oder gibt es da auch so eine Bereiche, es gibt ja auch YouTube Kids, wo man eben auch Kinder, ich sag mal, davor setzen kann. YouTube Kids ist sicherlich insofern gut, als dass es speziell kuratierte Inhalte sind, die für Kinder geeignet sind. Was weniger gut ist, dass es überladen ist mit Werbung. Das muss man halt in Kauf nehmen. Immerhin ist es kein Product Placement, aber einfach Werbeclips, die da vorlaufen. Andererseits hast du die bei Super RTL oder so auch. Was ich ganz sinnvoll finde, ist, dass man mit seinen Kindern, je nachdem wie alt sie natürlich sind, zusammen Kanäle, also einen Account erstellt und dann zusammen Kanäle abonniert, sodass man den Kindern ein Programm zusammenstellt und sagt, guckt euch nur das an, was hier abonniert wurde, und sucht nicht nach Dingen. So hat man auch ein bisschen die Kontrolle darüber, was geguckt wird und was nicht. Aber wie gesagt, das hängt wirklich total vom Alter ab. YouTube Kids an sich, ja, ist empfehlenswert, aber man muss sich halt dessen bewusst sein, dass da viel, viel Werbung läuft. Ja, also ich glaube auch eher so im Grundschulalter gibt es eigentlich kein visuelles Medium, wo man Kinder einfach mit davor setzen kann. Da ist einfach immer eine gewisse Begleitung auch mit erforderlich. Es geht ja auch mit darum, Empfehlungen auch jetzt zu geben oder zumindest mal Eindrücke zu geben. Carsten schreibt auch gerade, wichtig fände ich noch anzusprechen, was beim Urheberrecht und beim Recht auf das eigene Bild zu beachten ist. Viele, genau bei vielen Einsteigern wird das nämlich einfach nicht bedacht. Das ist richtig. Kannst du da vielleicht nochmal was dazu sagen, wenn ich jetzt anfange, selber zu filmen, zu produzieren, wie verhält es sich Urheberrecht und das Recht am eigenen Bild? Ja, ganz klar ist natürlich, dass man seine Bilder bzw. seine Videos ja auch ansprechend gestalten will. Und wenn man jetzt zum Beispiel wie ich so ein Greenscreen-Format macht, hier hinten ist da übrigens der Greenscreen, dann will man das ja dann auch illustrieren. Und entweder man hat einen Fotodienst, bei dem man sich angemeldet hat, für den man bezahlt und bei dem man dann auch die Rechte hat, die Bilder zu verwenden, oder aber man. Entschuldigung. Bei Corona gibt es übrigens, niest man nicht, habe ich gelesen. Aber wenn man niest, dann ist es ein Anzeichen einer Erkältung. Also keine Sorge. Ich habe auch einen Virenschutz hier, das macht Ah nichts. ja, dann ist ja alles gut. Genau. Du sollst vielleicht doch 1,50 Meter vom Bildschirm weggehen, das hilft dann vielleicht auch. Wahrscheinlich, okay. Also da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, auf Creative Commons Material zurückzugreifen.
Das geht, aber es gibt da auch wieder verschiedenste CC-Formate. Bei manchen darf man es ohne Einschränkung verwenden, bei anderen muss man den Autor angeben, wieder andere muss man dann selber zur Wiederverwendung freigeben. Also da sich lieber mal genau schlau machen, da gibt es auch ganz kluge Seiten, auf denen man da Infos zu bekommt. Aber klar ist natürlich, man darf nicht einfach irgendwelche Fotos verwenden, die man im Netz findet oder irgendwelche Videos, ohne vorher die Urheberrechte geklärt zu haben. Da hat jemand ein Recht dran und derjenige will natürlich dann auch entsprechend vergütet werden. Was das Recht am eigenen Bild angeht, ist natürlich auch wichtig, dass man jetzt nicht einfach auf die Straße geht und Leute filmt, die man vorher nicht fragt und das dann reinschneidet. Aber ich glaube, auf die Idee würde auch kaum jemand kommen. Man sollte aber, wenn man zum Beispiel Umfragevideos macht, was ja durchaus ein ganz interessantes Format sein kann, die Leute logischerweise vorher fragen, ihnen vorher sagen, dass man aufnimmt und sich am besten später entweder die mündliche oder noch besser die schriftliche Genehmigung geben lassen, dass man das veröffentlichen darf. Und wenn es um Kinder geht, dann muss man immer die Eltern fragen, weil unter 18-Jährigen braucht man das Einverständnis der Eltern. Das wird auch gerne vergessen, aber das ist wirklich zentral und im besten Fall schriftlich. Mündlich geht auch, aber das kann man natürlich hinterher dann schlecht nachweisen. Das ist richtig. Wer sich da vielleicht noch näher informieren möchte, wir hatten im letzten Jahr das Projekt Smartphone entdecken. Hier wurden auch jede Menge Videos rund um Digitalisierung, Smartphone-Nutzung auch produziert. smartphone-entdecken.de. Und hier gibt es auch zwei Videos, zum einen zum Thema Urheberrecht und zum Thema Recht am eigenen Bild. Was ist das eigentlich und worauf muss man achten, auch bei der Produktion und wo liegen vor allen Dingen auch die Ausnahmen? Genau, das erstmal soweit zu dem Thema. Vielen Dank auch für deine Antwort, Mirko. Ich frage noch einmal in die Runde, wir nähern uns jetzt so langsam dem Ende der Veranstaltung. Gibt es noch hier oder auf Facebook nochmal abschließende Frage? Die Margarete, die kommentiert auf Facebook, richtig cool, den echten Mr. Wissen to go live zu sehen. Von Ihnen habe ich alles über die Kulturrevolution in China gelernt. Da war ich sehr froh, dass es das gibt. Siehst du mal, wunderbar. Ja, super, freut mich sehr. Ja, danke Margarete für das Feedback. Und auch sonst, wie gesagt, habt ihr jetzt noch mal abschließend die Möglichkeit, eine Frage zu stellen oder noch mal einen Kommentar loszuwerden. Die Veranstaltung, wie gesagt, ist live bei Facebook. Zudem wird eine Aufzeichnung, sofern die dann fertig ist, auch bei uns im Blog Erwachsenenbildung-ekhn.blog veröffentlicht. Mit den Aufzeichnungen, das ist gerade so ein bisschen schwierig, weil die über die Server von unserem Anbieter laufen und alle Videokonferenzanbieter sind gerade unheimlich überlastet. Daher kann es noch ein paar Tage dauern, bis das kommt. So, Gerrit schreibt noch bei Facebook, hey, gibt es eigentlich bei YouTube Ansätze, Beiträge als Meinung, ähnlich wie im Bereich Influencing, Beiträge als Werbung und nicht als Wissen zu kennzeichnen? Also als Werbung, nicht als Meinung war, glaube ich. Genau, gibt es bei YouTube Ansätze, Beiträge als Meinung zu kennzeichnen, ähnlich wie Influencer ihre Beiträge als Werbung kennzeichnen. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Also ich finde es ganz wichtig, dass man Redaktionelles von Meinung trennt, wenn man Journalismus macht oder wenn man Business-Videos macht und nicht die Meinung irgendwie subtil einflechtet. Was ich mache, aber das ist natürlich jedem selbst überlassen, wenn ich meine Meinung sage, das mache ich selten, manchmal werde ich darum gebeten, doch zu einem bestimmten Thema ein Meinungsvideo zu machen. Und wenn ich das mal mache, dann mache ich das in einer bestimmten Rubrik, die heißt dann Mirkos Meinung. Da steht es dann auch im Titel Mirkos Meinung und ich sage auch immer wieder im Video, dass das jetzt meine Meinung ist. Und jetzt, gerade gestern habe ich ein Video gedreht, bei dem es mir wichtig war, am Ende dann auch nochmal meine Meinung zu sagen. Und dann habe ich auch davor gesagt, Achtung, jetzt kommt meine Meinung. Das ist natürlich an jedem selbst überlassen, dass er das entsprechend transparent macht in Form von Titeln oder verbaler Äußerung, im besten Fall dann sogar beides. Aber natürlich könnte YouTube es auch einführen, dass man beim Hochladen noch einen Button anklickt, dies ist ein Meinungsvideo und dann wird es dann letztendlich dann so ausgespielt. Aber bisher weiß ich nicht, dass es da zu Überlegungen gibt. Ich glaube,
ja, in den USA, wo ja YouTube bzw. Google bzw. Alphabet seinen Hauptsitz hat, sieht man das alles ein bisschen entspannter, denn Meinung und Redaktion wird in den USA schon seit sehr langer Zeit, zumindest im Fernsehen, stark vermischt. Fox News ist ja auch kein Nachrichtensender, sondern das ist einfach ein Meinungskanal. Und, ja, das okay. Wird gerne mal vergessen. Okay, gut, dann kommen wir, glaube ich, zum Schluss. Ich merke gerade, ich mache uns hier mal ein bisschen im Partner-Look. Dann entsteht auch so, als würden wir im gleichen Raum sein. Und dann würde ich sagen, Hiro, müssen wir abklatschen. Mirko, mach, gib mir mal ein 5 hier. Ja, Spiegel verkehrt, andere Hand. Andere. Ja, genau, ja. Und, ah, super. Herzlichen Dank, Mirko, für den tollen Einblick in deine Arbeit, für die Fragen und so weiter, die du alle beantwortet hast. Und ich glaube, das ist auch sehr viele Fragen gab, die jetzt auch beantwortet wurden. In diesem Sinne euch allen da draußen auch herzlichen Dank fürs Zugucken, fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr konntet jetzt so ein paar Impulse auch noch mal sammeln. Vielleicht, wie ihr jetzt YouTube auch noch mal in der Corona-Isolation anders noch mal nutzen könnt. Ja, bleibt gesund vor allen Dingen und euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ein kleiner Hinweis noch am Schluss, das sollte eigentlich vor dem Macht's gut kommen, aber das steht hier auf dem Zettel nicht. Wir haben am Montag hier in diesem Kanal auch nochmal ein Webinar um 14 Uhr zum Thema Grundlagen von Zoom-Videokonferenz. Es sind noch ein paar wenige Plätze frei und nächste Woche Mittwoch dann um das Thema Cloud-Working, also Zusammenarbeit digital über eine Nextcloud. Ihr seid alle herzlich dazu eingeladen. Jetzt sind wir am Ende. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.